Hallo Freunde, schön herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Go Tutorial. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zwar habe ich heute für euch wieder das erneute Tutorial, wie man den Akku sparen kann und wie man das GPS-Problem beseitigen kann. Nun, ich habe mir gedacht, okay, ich mache ein neues Video, da das alte nicht so gut wirklich rüberkam, weil ich das mit der Kamera aufgenommen habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nutze jetzt bei einem Android-Smartphone auch einen In-Game-Recorder bzw. einen In-Game-Android-Recorder. Den habe ich mir kostenlos runtergeladen, der Link ist auch in der Videobeschreibung, aber das jetzt mal vom Thema weg. Das Thema aktuell ist jetzt, wie man am besten den Akku sparen kann und es gibt viele Leute, die haben auch dieses sogenannte GPS-Problem, obwohl GPS eingeschaltet ist. Wundert euch nicht, dass ich mich ein bisschen bewege, das liegt einfach daran, dass ich jetzt im Haus sitze und das GPS ab und zu mal hin und her schwankt, deswegen bewegt es sich hier ab und zu. Alles klar. Was müssen wir als erstes tun? Nun, wir beenden erstmal Pokémon Go, gehen in Google Maps rein, das ist nämlich das Hauptprogramm von Pokémon Go, was verwendet wird von GPS. Klicken hier links oben auf diese drei Zeichen, dann auf Offline-Karten und dann werde ich jetzt mal diese Karten hier löschen, dass ich euch zeigen kann, dass es auch funktioniert. So, was genau bringt das Ganze? Na, das Ganze bringt sofern viel, dass man die Map dann von Google, also wenn man jetzt zum Beispiel von seiner Seite jetzt alles runtergeladen hat, nicht nochmal ganze Zeit herunterladen muss. Sprich, wenn man die Map jetzt nicht drauf hat und man ist zum Beispiel draußen, dann muss ganze Zeit das GPS versuchen, euch zu orten und da tut es sich eigentlich schwer, wenn man eine schlechte Internetverbindung oder GPS-Verbindung hat. Deswegen lohnt es sich, wenn man zu Hause ist und mit einem WLAN drin sitzt, einfach die Map kostenlos herunterzuladen. Und somit arbeitet dann das GPS nicht doppelt so stark und frisst auch somit weniger Akku. Nun, ich bin so ungefähr hier in der Mitte. Mein kleiner Ort ist hier zu Hause. Und ich werde jetzt einfach mal ungefähr diese ganze Map hier runterladen. Ich mache ein bisschen größer, habe ich mehr davon. Beziehungsweise ich brauche erstmal nur meine Stadt oder meine Stadt so ungefähr. Ihr solltet am besten nur die Map herunterladen, die ihr auch braucht, also sprich von eurem Wohnort aus. Ich will jetzt einfach mal hier das hier alles markieren und auf Herunterladen drücken. Ich speichere das als Pokémon Go Map ab. Wie ihr das abspeichert, ist wirklich schnurzegal. Und jetzt dauert das ein bisschen. Das lassen wir jetzt mal schnell runterladen. So, die Map ist eigentlich schon so gut wie fertig. Das heißt, so, fertig, 65 MB, bis zum 20. August, sofern keine Aktualisierung erfolgt ist. Das heißt, bis zum 20. August kann ich mich mit der Aufwärm-Map vergnügen. Da ich aber jedes Mal es update, ist es eigentlich schnurzegal. So, jetzt gehen wir zurück in Pokémon Go. Die App muss aber davor richtig beendet worden sein, also sprich bei Android hier runter und dann wegschieben. Bei, iPhone müsst ihr das genauso machen. So, ihr seht, die Map hat sich schon mal etwas schneller aufgebaut als sonst. Jetzt nicht wundern, dass er jetzt hin und her läuft, das liegt eigentlich ganz normal, da das GPS ein bisschen spackt. Jetzt kommen wieder die Hater, ich nutze einen GPS-Hack. Ist aber nicht der Fall. So. Und somit wäre das GPS-Problem auch schon gelöst, beziehungsweise ihr kennt dieses Symbol, ich mache jetzt mal bei mir GPS aus, obwohl ihr es ja anhabt, kommt hier GPS-Signal nicht gefunden. Wenn das kommt, obwohl ihr es eingeschaltet habt, habt ihr so einige Probleme mit der Verbindung mit dem GPS. Aber wenn ihr die Offline-Map heruntergeladen habt, habt ihr dieses Problem auch nicht mehr. Es wird damit beseitigt und zusätzlich wird auch noch der Akku auch noch geschont. Es ist aber auch noch wichtig, dass ihr unter Einstellungen, wenn ihr unten auf den Pokéball klickt, auf den Batteriesparer drückt. Ne? Das heißt, wenn ihr das Handy jetzt zum Beispiel schräg legt, ich hoffe ihr seht das, ich habe das Handy jetzt schräg gelegt, dann kommt es sozusagen in den Schlafmodus, aber es läuft immer noch im Hintergrund. Wenn man das jetzt wieder aus der Tasche rausholt, ist es wieder ganz normal da und sollte auch wieder einwandfrei oder ohne Probleme wieder funktionieren. Das spart auch eine jede Menge von Akku und es ist eigentlich schon auch das ganze Hackmeck von dem Tutorial. Wir haben das getestet mit den zwei gleichen Smartphones. Ich habe hier den Samsung Galaxy S6 Edge Plus und meine Freundin das gleiche. Sie hat das Tutorial nicht gemacht, beziehungsweise sie hat die Offline-Apps nicht heruntergeladen, ich schon. Wir haben gleiche Akkukapazität gehabt, wir haben gleiche Spielzeit gehabt und sie hatte dann in 2 Stunden innerhalb 50% verloren und ich habe dann immer noch um die 75% gehabt. Also es bringt schon eine jede Menge an Leistung zurück, beziehungsweise an Akku, was ihr dann immer noch übrig habt. Am besten ist es auch noch mit einem Powerbank herumzulaufen, aber das ist jedem selbst überlassen. Nun, ich hoffe, dieses Tutorial hat euch jetzt besser gefallen.
Wenn ihr weitere Tutorials davon sehen wollt oder Anleitungen, schreibt es einfach in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen. Und das nächste Tutorial, wie man ein Pokémon am besten schnell leveln kann, beziehungsweise wie man schnell EP-Punkte farmen kann, ohne irgendein Cheat, ohne irgendein Glitch. Das kommt auch noch im nächsten Tutorial. Das habe ich eigentlich auch schon gemacht, aber auch wieder mit der Kameraaufnahme. Deswegen mache ich das nochmal neu für euch. Und ja, ich hoffe, das hat euch jetzt mal soweit gut geholfen. Und wir hören uns beim nächsten Video, Freunde. Ciao, euer Troy verabschiedet sich.